Tag, Bert. Mhm. Oh, Tag, Ernie. Was machst du denn so? Ich denke nach. Oh. Ja. Worüber denkst du nach, Bert? Über meine Lieblingszahl. Tatsächlich? Ja. Das klingt aber etwas langweilig, Bert. Meine Zahl absolut nicht. Nein, nein, die natürlich nicht. Nein, wie sollte sie? Was ist deine Lieblingszahl? Bert? Was? Was ist deine Lieblingszahl? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Sechs. Sechs? Am liebsten hab ich die Sechs. Niemand hat die Zahl 6 am liebsten. Manchmal hab ich bei Tag und bei Nacht lang nachgedacht und Lieder gemacht auf die 6. Manchmal denk ich an 6 Stöcke. Das ist aber sehr langweilig. Vielleicht auch mal an 6 Blöcke. Das ist noch langweiliger. Nicht 5 Stöcke, Blöcke, doch 6. 2 Augen hast du und einen Mund und 4 Beine hat ein jeder Hund und 5 Finger sind an jeder Hand. Doch keine Zahl ist so interessant wie 6. Warum nicht 3 oder 9? Am liebsten hab ich die 6. Ich weiß nicht recht. Wenn jemand sagt, hey, Bert, zieh ne Zahl, ja, dann zieh ich bestimmt ein jedes Mal die 6. Am liebsten hab ich die 6. Ich mag dich nur ungern unterbrechen, Bert, aber die Zahl 6 ist von niemandem die Lieblingszahl. Die 6 ist meine Lieblingszahl. Ich finde, die 6 ist so eingeklemmt zwischen der 5 und der 7. Ich meine, du hast 5 Zehen an jedem Fuß und 7 Tage hat die Woche. Aber 6 gibt es doch von nirgendwas. Ich weiß, Ernie, ich weiß. Du hast einen Kopf, 2 Beine gehen, an jedem Fuß hast du 5 Zehen. In unserem Garten stehen 4 Eichen, doch keine Zahl kann sich vergleichen mit 6. Oh. Am liebsten hab ich die 6. Ganz wie du willst. Wenn jemand sagt, hey, Bert, zieh ne Zahl, ja, dann zieh ich bestimmt ein jedes Mal die 6. Am liebsten hab ich die 6. Ernie, was machst du denn da? Kann ich meinen Sessel zurückhaben? Nein, im Augenblick nicht, Bert. Ich denke nach. Worüber denn? Ich denke über meine Lieblingszahl nach. Ach los, sag doch mal, welche ist es? 8.243.721, Bert. Ich bleib bei 6.